Damit eröffne ich die Sitzung erneut zur Fortsetzung der Wahl eines Intendanten, einer Intendantin und gebe zunächst Frau Hassel das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Thieme. Herzlichen Dank an Sie alle hier. Im zweiten Wahlgang hat es noch keine Mehrheit gegeben. 4 Stimmen trennen Herrn Dr. Himmler und mich. Und ich möchte im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eines starken ZDFs, dass aus einer kleinen Mehrheit eine große Mehrheit wird, dass Sie alle für Herrn Dr. Himmler stimmen können. Ich auf jeden Fall danke. Ich werde an dieser Stelle das Rennen beenden. Ich danke ganz herzlich allen, die für mich gestimmt haben, die mir das Vertrauen ausgesprochen haben. Eine Wahl mit echten Alternativen ist die Krone der Demokratie. Genau so ist es. Und insofern reite ich sehr erhobenen Hauptes hier vom Hofe und danke Ihnen allen, aber gratuliere vor allem Herrn Dr. Himmler ganz herzlich, wünsche ihm gutes Gelingen für die großen Aufgaben, die vor ihm liegen. Und wir wollen, glaube ich, beide dasselbe. Er jetzt an der Stelle und ich, wo immer ich arbeite, einen starken, modernen, agilen, krisenfesten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dafür brauchen wir auch Sie alle, die unsere Arbeit begleiten und auch in möglicherweise noch stürmischeren Zeiten weiter begleiten. Und das gestatten Sie mir noch zum Abschied. Wir brauchen beide öffentlich-rechtlichen Systeme. So, das war's. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Hassel. Liebe Frau Hassel, entnehmen Sie dem tosenden Applaus den Respekt und die Hochachtung und die Wertschätzung, die wir im Laufe dieses Verfahrens Ihrer persönlichen Vorstellung, Ihrer konzeptionellen Vorstellung für Sie und Ihre Arbeit gewonnen haben. Viele kannten Sie als berühmtes Fernsehgesicht der ARD, wertschätzten dieses. Und wir haben uns auch geehrt gefühlt, dass Sie mit uns um das beste Konzept für die Zukunft des ZDF gerungen haben. Und ich danke Ihnen dafür persönlich und auch im Namen des Fernsehrates ganz offiziell. Ich wünsche Ihnen, und das sei uns mir erlaubt, Gottes Segen für Ihren weiteren Lebensweg, der sicher auch noch interessante Herausforderungen für Sie nach dieser Vorstellung an anderer Stelle zur Verfügung stellen wird. Alles Gute. Damit frage ich die Runde. In die Runde wird ein Antrag gestellt. Herr Dr. Jung. Ich beantrage einen dritten Wahlgang. Herzlichen Dank. Wird dieser Antrag zur Geschäftsordnung von der Mehrheit der Mitglieder des Fernsehrates übernommen? Wer stimmt dagegen? Das ist keiner. Wer enthält sich? Da sehe ich auch keinen. Damit eröffne ich den zweiten Wahlgang. Die dritten Wahlgang, Entschuldigung. Und die Stimmzettel sind jetzt wie folgt auszustellen. Dort gibt es nur einen Kandidaten, es sei denn, von Ihrer Seite wird jetzt ein weiterer Kandidat nominiert. Das ist ja bis zum Schluss möglich. Das ist nicht der Fall. Damit steht ausschließlich Herr Dr. Himmler zur Wahl. Und ich bitte um die Austeilung der Wahlzettel, damit wir diesen Wahlgang auch jetzt zügig durchführen können.